Hey Leute, wir schauen uns heute die Demo an von Tomb Explorer VR. Das Spiel gibt es noch nicht, es befindet sich noch in der Entwicklung. Es gibt aber momentan eine kostenlose Demo, die könnt ihr euch bei Steam runterladen und dann spielen. Es soll so ein Adventure-Erkundungs-Rätselspiel sein, so ein bisschen Tomb Raider und Indiana Jones mit dabei. Und ich bin mal sehr gespannt. Und starte jetzt hier einfach mal ein New Game. So. Also, was auf jeden Fall sofort auffällt, ist, die Grafik ist echt gut. Da kann man nicht meckern. Ich spiele ja hier mit der HP Reverb G2. Also die Auflösung, die ist echt richtig gut. Ich hoffe, es ruckelt bei euch nicht, weil ich habe nämlich gesehen, dass es im Capture Screen so ein bisschen ruckelig aussah. Ich habe jetzt schon die Grafikeinstellung von episch auf hoch runtergeschraubt. Aim your hands at the items at the table. Press hold grip button. Okay. Wie gesagt, ich habe die Grafik jetzt von episch auf hoch runtergestellt, aber es sieht immer noch sehr, sehr gut aus, was ich jetzt hier so sehe. So, was haben wir denn hier? Okay, hier haben wir so eine Art Fackel. Ja, sehr gut. Was haben wir hier noch? Einen Hut? Oh, ja, der ist gut. Habe ich den jetzt auf dem Kopf? Ne, er liegt auf dem Boden. Na gut. So, und dann haben wir hier noch so eine komische Hacke. Okay, so, also hier. Naja, die Fortbewegung ist noch so ein bisschen ruckelig, auch bei mir hier, muss ich sagen. Also, das Spiel ist noch wirklich relativ früh in der Entwicklung hier. Also, ich denke mal, beim fertigen Spiel wird das performance-technisch dann ein bisschen besser aussehen. So, hold trigger to remove rulers as far back as pulled over the people. Find used to their animal. Was? Okay, also ich glaube, hier komme ich auf jeden Fall erstmal nicht hoch. Komme ich erstmal nicht hin. Ich gucke mal hier kurz nochmal die Klippe runter. Okay, ja, das Wasser sieht jetzt nicht so geil aus wie die Felsen auf jeden Fall, aber die Felsen hier, die gefallen mir schon mal richtig gut. Ah, okay, rennen kann ich auch, indem ich den linken Trigger drücke. Die Felsen nur, die Texturen und so, das sieht schon richtig cool aus. So.
Okay, darüber. Funktioniert ansonsten aber schon mal ganz gut, das Klettern hier. Krass. Guck mal, mit drei Fingern hält er sich fest. Das ist ein krasser Typ. So. Oh, scheiße. Wie soll ich denn da wieder durchkommen? Kann mich irgendwie nicht ducken vernünftig. Ach doch, den rechten Stick nach unten machen. Okay. Ich gehe einfach hier lang. Funktioniert. Sehr gut. Okay, bin durch. Okay, dann hier hoch, würde ich sagen. You can go faster when you run. Linke Stick drücken. Funktioniert. Okay. Der Schatten sieht eigentlich ganz gut aus, ne? Muss ich sagen. Also das ist schön scharf, der Schatten, obwohl ich eigentlich den Schatten ja nicht auf der höchsten Einstellung habe. Sieht doch gut aus. Oh, da muss ich rüberspringen. You can jump on higher surfaces by pressing B. Zack. Funktioniert. Zack. Zack. Inventory. Hold X. Hover over the axe and release X. Ah, klar. Okay. So, X-Taste. Oh. Jetzt habe ich die Axt. Okay, und nun? Oh ja, es funktioniert. Sehr gut. Okay, das hat schon mal ganz gut funktioniert. Okay, das sieht mir doch hier nach einem Rätsel aus. Ja, es gibt auch Rätsel in dem Spiel. Eine Druckplatte. Okay. Symbole von irgendwie verschiedenen Töpfen. Wahrscheinlich finde ich die hier irgendwo, die Töpfe, oder? So eine komische Statue. Kann ich hier irgendwie eigentlich das Menü aufrufen? Ja, hier. Ich guck mal nochmal wegen den Grafikeinstellungen, weil es ruckelt für meinen Geschmack eigentlich immer noch ein bisschen zu viel. Entity-Aliasing. Post-Processing. Shadow slow. Texturen hoch. Effekte. Also ich mache jetzt mal bis auf die Texturen hier alles nur auf Medium, ja. Hoffe, dass es dann vielleicht ein bisschen besser ist. Ja, doch, ein bisschen schon, ja. Ja, doch, ist besser. Sieht aber immer noch super aus. Okay, also ich habe hier einen Schalter. Keine Ahnung, was der jetzt gemacht hat. Ich würde sagen, ich mache einfach mal das, was der Spieletitel von mir verlangt, nämlich hier Explore. Scheiße, alles dunkel. Da gehe ich nicht rein, ist dunkel. Hochklettern, hochspringen vielleicht? Nee. Also irgendwie muss ich da hochkommen. Hier vielleicht. Scheiße, warum ist es so dunkel? Kann ich mit der Fackel hier irgendwas machen? Kann ich in die anzünden? Verdammt. Dunkel. Da geh ich nicht hin. Was ist da, wenn da eine Mumie ist oder sowas?
Aber jetzt hier das Rätsel kann ich noch nicht weiter lösen. Ich habe ja hier keine von diesen Töpfen da gefunden. Bis auf das eine Ding, was ich hier im Inventar hatte, oder? Hä? So weg. Hier ist nichts. Doch, hier ist was. Das ist aber keins von denen, oder? Nee. 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 Die sehen alle anders aus. Das ist definitiv was anderes. Oh. Ja, ich soll da hinten hin, aber wie komme ich da hin? Das ist die Frage. Seilrutschen, die werden ja nicht aufwärts funktionieren. Vielleicht doch hier irgendwie lang. Aber das ist so dunkel, ey. Gott, kriege ich echt Angst. Da jetzt auch nicht weiter. Oh Gott, ich sehe überhaupt nicht. Okay, dann kriege ich Angst. Da kann ich nicht hin. Hier ist auch alles duster. Hm. Vielleicht doch irgendwie hier hochspringen. Nee. Sieht nicht so aus. Springt immer so ein bisschen wie so ein Flummiball. So, gibt es hier vielleicht noch irgendwie was anderes, was ich entdecken kann? Okay, also ich habe im Prinzip jetzt hier einfach nur diese Brücke übersprungen, ne? Durch die ganze Kletterei. Kann ja mal hier lang gehen. Oder? Nee, kann ich nicht. Das möchte die Demo nicht, dass ich da lang gehe. Na gut, dann gehe ich nicht da lang. Hm. Ja, was hat dieser Schalter hier gebracht? Keine Ahnung. Der ist aber jetzt auch betätigt, da kann ich nicht nochmal was machen. Hm. Wenn ich das Ding einfach mal darauf packe. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Okay, ja. Bitte, Spiel, sag mir, was ich tun soll. Ich soll da hinten hin, aber... Wie komme ich da hin? Ich kann ja jetzt hier nicht im Dunkeln hier rumrennen. Runterspringen kann ich auch nicht. Hm. No. Ich guck nochmal hier oben. Ist dunkel. Komm hier auch nicht weiter. Hier ist irgendwie eine Wand oder so. Tja. Guck mal, hier komme ich weiter. Hier kann ich auf jeden Fall rüberklettern. Gott, das wackelt immer so ein bisschen hin und her auch das beim Klettern. So, siehst du? Boah, das wird ganz schlecht. Boah. Komisch, ey. Ah, chillige Musik auf jeden Fall. Oh, nein. Oh, Scheiße. Ah, Mann, fuck. Nochmal. Weil das Klettern ja so einen Spaß macht, mache ich es einfach nochmal. Und mir da überhaupt nicht irgendwie komisch wird.
Sind ja heute auch nur 32 Grad. Dann macht das gleich alles viel, viel mehr Spaß hier noch in der Wohnung. Ja, ich bin drin. Okay. Aber was bringt mir das? Das ist die Frage. Machen wir eine Truhe. Yes! Okay. Das ist schon mal gut. Was war das? So, die Frage ist. Guck mal, da hinten ist noch eine Truhe. Kann ich das irgendwie ins Inventar packen? Nö. Also das Inventar ist irgendwie noch so ein bisschen rätselhaft für mich. Warum hält das jetzt fest? Eigentlich müssen wir sonst immer die Grip-Taste gedrückt halten. Okay. Ich würde mal sagen, ich gehe mal jetzt da wieder nach unten. Und packe dann das Ding da auf den Stein. Das ist nämlich genau das hier. Okay, es leuchtet jetzt grün. Aber, was bedeutet das? Was bedeutet das? Das ist die Frage. Ist jetzt vielleicht irgendwo was aufgegangen oder so? Oder Licht angegangen, vielleicht würde mir auch schon helfen. Nope. Ist immer noch alles genauso dunkel wie vorher auch. Ach, guck mal, hier ist was. Was war das? Du Scheiße. Die Schlange oder so? Was ist das, Alter? Ich hab Angst. Was muss ich hier machen? Aha. Was macht? Was ist das? Kann ich das irgendwie reinschieben oder so? Sieht nicht so aus. Passiert nichts. Hier ist Sackgasse und hier ist alles dunkel. Und irgendwas faucht mich hier mal an. Was ist das, ey? Ja, also das ist ein bisschen schade, dass ich jetzt hier nichts sehe. Wenn meine Fackel vielleicht funktionieren würde, oder? So, also. Also ich schätze mal, ich muss jetzt irgendwie an diese ganzen Truhen herankommen, um dann diese ganzen Gegenstände da auf diese Platten zu legen und dann passiert wahrscheinlich irgendwas. Vielleicht komme ich dann erst dahin, wo dieses gelbe Symbol leuchtet. Das kann natürlich sein. Die Frage ist jetzt nur, wie ich jetzt hier weiterkomme. Irgendwo übersehe ich wahrscheinlich eine Möglichkeit. Das ist das Einzige, was hier noch irgendwie verdächtig aussieht. Aber was ist das? Ja, sag, so ein bisschen bewegt sich das, ne? Ja, nur ein bisschen. Komisch. Ganz, ganz komisch.
leider keinen Plan. Kann man mit der Hacke höchstens mal probieren, ob ich da was machen kann. Mit der Hacke vielleicht mal raufhauen oder so. Passiert nichts. Ne. Tja. Ansonsten ist hier stockfinster. Okay. Also ich glaube, ich komme hier nicht weiter an der Stelle. Selbst wenn ich jetzt da wieder hochgehe, ich komme da mit der Seilrutsche nicht hoch. Macht ja keinen Sinn, mit der Seilrutsche hochzurutschen. Hier hinten war ich noch nicht weiter, aber hier ist auch nichts, glaube ich. Nee, hier geht's auch nicht weiter. Na gut. Hallo. Ich geh mal hier hoch nochmal. Aber hier ist immer noch alles stockfinster, also wirklich tiefschwarz, ich sehe gar nichts. Na gut. Komme ich nicht weiter an der Stelle, muss ich sagen. Soll vielleicht aber auch erstmal reichen. Ich weiß auch gar nicht, wie lange die Demo jetzt überhaupt noch dran wäre. Finde ich vielleicht bei geeigneter Stelle nochmal raus, aber um sich einen kleinen Eindruck zu schaffen von dem Spiel, dafür reicht es jetzt, glaube ich, erstmal. Also grafisch sieht es schon mal ganz nett aus. Zumindest so die ganze Umgebung, die sieht schon mal nett aus. Aber so gameplay-technisch muss da definitiv noch ganz viel Arbeit reingesteckt werden in das Spiel. Und auch von der Performance her, ich finde es halt die ganze Zeit immer so ein bisschen ruckelig, selbst auf den mittleren Einstellungen jetzt hier mit der 3080. Und da muss definitiv noch was getan werden. Ja, keine Ahnung, warum ich jetzt hier nicht weiterkomme an der Stelle. Vielleicht ist das auch ein Bug oder irgendwas. Ich habe keine Ahnung. Also, das war Tomb Explorer VR. Könnt ihr euch die Demo bei Steam runterladen, wie gesagt. Dann viel Spaß damit und bis bald. Macht's gut, lasst ein Like da. Und wir würden uns auch natürlich über ein Abo freuen. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. 'Cause I've been living life right like I could just die.